Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video, wie ihr schon seht, geht es um diese Step-by-Step-Anleitung für dieses matte Design, was aber trotzdem ein absoluter Eye-Catcher ist. Nebenher habe ich noch jetzt gerade eine 3500 Abonnenten-Verlosung laufen. Das Video dazu verlinke ich euch mal hier oben oder unten in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal draufklicken. Es gibt zwei super schöne Preise zu gewinnen. Aber wie gesagt, in diesem Video geht es jetzt hier um dieses Design, wie ich das Ganze gemacht habe und welche Produkte ich verwendet habe, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Ich freue mich natürlich auf euer Feedback, gerne als Kommentar oder als Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, laber nicht lange drumrum und fangen jetzt mit dem Design an. Als erstes tragen wir jetzt natürlich mal erstmal das Vollcover auf. Und dafür habe ich genommen das Fame and Glamour Farbgel Smoky Lilac. Das ist ein richtig schöner Dupe Lila Ton. Richtig schicke Farbe. Den tragen wir zusammen auf. Das würde ich sagen, mache ich jetzt im Schnelldurchlauf und hole euch dann wieder dazu. Ihr seht eigentlich super schöne Deckkraft. Aber wie gesagt, ich mache das jetzt schnell, alle fünf, mit dem Farbton als Vollcover und dann hole ich euch wieder dazu. So, ich habe das Ganze jetzt aushärten lassen und entferne jetzt erstmal natürlich die Schwitzschicht und raue dann die Oberfläche ganz vorsichtig mit einem Buffer an, dass wir quasi einen ebenen Untergrund bekommen. Das mache ich jetzt im Schnelldurchlauf und dann entfaltet ihr, nachdem ihr mit eurem Fallergebnis zufrieden seid, entfernt ihr den Fallstaub und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Schritt wieder. So, ihr habt eure Nägel ordentlich vorbereitet. Ich habe mich jetzt für Airbrush entschieden und zwar werde ich verschiedene Airbrush-Schablonen nehmen. Einmal die Schmetterlinge und einmal diese Ranken, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich diese hier verwenden. Positioniere mir das Ganze jetzt so, wie ich es haben möchte, auf meine Nägel. Das seht ihr jetzt auch im Einzelnen. Aber ich würde sagen, ich lasse euch das eigentlich auch wieder im Schnellen durchlaufen, weil, wie man Schablonen klebt, brauche ich, glaube ich, großartig nicht viel zu sagen. Nur, dass ihr einfach, wenn ihr eure Schablonen klebt, einfach darauf achten müsst, dass wirklich die Ränder schön ordentlich ankleben, dass ihr einfach nachher die Farbe euch nicht unter euer, unter eure Schablone quasi rutscht. Deswegen immer schön darauf achten, dass die schön sauber, ordentlich klebt. Und dann würde ich sagen, klebe ich sie mir jetzt so, wie ich sie gerne haben möchte, beziehungsweise wie ich der Meinung bin, dass es mir gefällt. Und wir sehen uns dann beim eigentlichen Airbrush dann wieder. So, Runde 1 ist schon mal geklebt und zwar werde ich jetzt die schwarze Airbrush Farbe von MPK Nails verwenden und werde hier ganz leicht außenrum quasi meine Farbe aufsprühen, unten ein bisschen intensiver und nach oben hin ein bisschen auslaufend. Ihr seht ja eigentlich ganz einfach und ihr habt nachher einen wahnsinnig schönen Effekt.
Und wenn ihr dann soweit zufrieden seid, dann lasst ihr das Ganze trocknen und ja, klebt dann eure nächste Lage auf. Und zwar auch wieder die Ranken und Schmetterling, aber diesmal nicht als negativ. Wie gesagt, wir lassen das jetzt kurz trocknen und ich klebe dann gleich mit euch zusammen die anderen Schablonen auf. Die Farbe ist jetzt soweit getrocknet. Ich habe hier an den beiden schon mal die zwei abgenommen und werde jetzt hier den Schmetterling vorsichtig entfernen und das gleiche dann hier auch. So. Wenn ich das Ganze habe, möchte ich ja noch mal ein bisschen ein anderes Motiv reinbringen. Und zwar werde ich jetzt bei dem einen Nagel hier einen Schmetterling noch hinsetzen. Quasi so drauf achten wie immer, dass die Ränder schön angedrückt sind, dass sich da keine Farbe drunter läuft. Und das gleiche machen wir auch hier nochmal, diesmal aber einen etwas kleineren Schmetterling setzen wir da drauf. Könnt das halten, wie ihr möchtet. Ich mache das jetzt auch so frei Schnauze, wie es mir einfach gefällt. So, setze den kleinen dann auch hier in die Ecke. Drückt das Ganze schön an. Und hier werden wir wieder so eine von den Ranken nehmen und werden das Motiv dann bei dem hier so aufsprühen. So. So, wie gesagt, schön die Ränder andrücken, dass euch da nichts beim Sprühen drunter läuft. Sonst sieht nachher das Motiv auch nicht so schön aus. Schön andrücken alles. Und wenn ihr das dann habt, nehmt ihr wieder die schwarze Farbe. Und sprüht quasi ganz vorsichtig euer Motiv auf. So, das Ganze machen wir hier auch. Und hier seht ihr, hier hat sich's wieder gehoben. Einfach nochmal schnell andrücken und dann das Motiv aufsprühen. So, wenn ihr das dann habt, lasst ihr das Ganze natürlich wieder trocknen und zieht das ganze Motiv dann ab. So, sieht dann quasi so aus. Ihr könntet jetzt auch zwei verschiedene Farben nehmen, also quasi hier ein Pastellpink und ein Pastellgrün oder so. Aber jetzt haben wir es soweit mit dem Airbrush, würde ich sagen, denke ich mal, fertig. Ziehen das Ganze ab. Und wenn wir das Ganze dann ordentlich getrocknet ist, beziehungsweise die Motive ordentlich getrocknet sind, dann kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Schritt, denn ich möchte ja noch Nail Wraps verarbeiten. Und zwar werde ich dafür nehmen einmal den Wrap Nummer S494 von Fantastic Nail Wraps. Den werde ich quasi hier so schräg rüberlaufen lassen. Und für den mittleren habe ich mir überlegt, die S191, dieses Motiv hier zu nehmen. Das werde ich jetzt quasi so in die Mitte setzen. Ihr schneidet euch euer Wunschmotiv aus, nehmt dann eine Zellette und feuchtet die auf jeden Fall vorher mal kurz an. Also quasi, dass ihr eine feuchte Zellette habt. Und dann schneidet ihr euer gewünschtes Motiv dann aus. Ich werde jetzt, denke ich mal, gucken, ja, ich denke, ich werde dieses Bitch hier nehmen, werde mir das grob ausschneiden. So,
grob ausgeschnitten und werde mir dann die überschüssigen Ränder, wo ich wirklich nicht brauche, werde ich mir jetzt hier schön fein säuberlich abschneiden, dass es sich nachher auch schön positionieren lässt und dann habt ihr auch weniger Feilarbeiten oder müsst weniger hin und her schieben, damit alles passt. Wie gesagt, alles Überschüssige wird weggeschnitten, dass nachher noch so aussieht. Das legt ihr dann auf eure angefeuchtete Zellette. Und das gleiche machen wir jetzt natürlich auch mit diesem Motiv hier. Das schneide ich jetzt relativ großzügig aus. So. So, das habe ich jetzt. Und dann schneide ich das, wie gesagt, so aus. Alles, was ich nicht benötige, schneide ich quasi weg. Also hier so die Schräge kann man eigentlich ganz gut wegschneiden, dass das dann ungefähr so aussieht. Und wenn ihr das Ganze habt, lasst ihr es auch kurz auf eurer angefeuchteten Zellette einwirken, dass sich das Ganze löst. In der Zeit, wo sich das Ganze löst, ihr könntet jetzt hier auch noch weiß grundieren, das mache ich jetzt aber nicht, denn ich werde einfach, nachdem die Motive getrocknet sind, eine kleine Schicht auftragen. Die trage ich jetzt aber auch, also hier eine kleine Aufbauschicht, um nachher den Wrap zu positionieren. Und die anderen werde ich dann quasi jetzt schon mal vorarbeiten, beziehungsweise das nachher, wenn ich jetzt mit dem Wrap arbeite, mir nichts mehr verläuft, beziehungsweise dass alles schön fixiert ist. So, das mache ich jetzt schnell und lasse euch das im Schnelldurchlauf laufen. So, das Ganze habt ihr jetzt soweit, dann nehmt ihr eure Motive von der angefeuchteten Zellette und zwar lässt sich das Ganze jetzt richtig schön vom Trägerpapier abziehen. Ich zeige euch das jetzt mal hier an dem Bitch. Könnt ihr richtig schön nach oben schieben und positioniert das Ganze mehr jetzt hier drauf. Die sind ja transparent, aber dadurch, dass es ja ein dunkler Schriftzug ist, lässt sich das Ganze eigentlich ganz schön positionieren, beziehungsweise, man muss nicht unbedingt weiß grundieren. Ich habe das jetzt mit Absicht so gelassen, um euch auch mal zu zeigen, wie kräftig auch die Motive sind. Also da reicht so ein pastelliges. So, das zieht ihr jetzt schön in Position. Dadurch, dass ihr ja das Gel drunter habt und es habt nicht aushärten lassen, könnt ihr das richtig schön in Position ziehen, ohne Luftbläschen. Alles, was nachher übersteht, könntet ihr nach dem Aushärten befeilen oder mit einem Primerstift entlang gehen. So, das wäre jetzt das erste. Und das zweite Motiv, habe ich ja gesagt, setze ich mir in die Mitte. Da schiebe ich das auch schön von der Trägerfolie und positioniere mir das hier eigentlich relativ am Rand. Da könntet ihr jetzt, weil ihr ja seht, dass Motiv ist ein bisschen kleiner wie der Nagel an sich. Da hätte ich jetzt zum Beispiel auch die Größe M nehmen können, aber ich finde, das geht jetzt eigentlich auch mal so. Das ist ja nur rein zur Präsentation. Wie gesagt, das könnt ihr euch auch richtig schön in Position drücken, in Position ziehen. Hier am Rand seht ihr ja schön die Bläschen rausdrücken. Und dadurch, dass ihr das Gel da dran habt, darunter habt, könnt ihr auch richtig schön hin und her schieben, bis ihr mit eurer Position zufrieden seid. Und ihr seht, ihr müsst nicht unbedingt weiß grundieren. Ich habe jetzt, wie gesagt, das Smoky Lilac genommen. Das ist ja so ein Mauve-Ton, so ein Tube-Ton. Und ihr könntet jetzt hier noch Glitzer drunter setzen. Ihr könntet jetzt hier auch noch einen Airbrush drunter setzen. Das werde ich jetzt nicht machen. Ich werde das Ganze jetzt mal so lassen. Das ist ja wirklich rein zur Präsentation für euch und lasse das Ganze jetzt, nachdem ich dann zufrieden bin, in der UV-Lampe bzw. in der LED-Lampe dann aushärten und dann kommen wir auch schon zum letzten Schritt. Nachdem die Farbe dann getrocknet war, habe ich nochmal eine dünne Schicht
Aufbaugel aufgetragen und den Feilstaub ordentlich entfernt und werde jetzt, da ich das Design gerne matt haben möchte, ihr könntet das jetzt auch so lassen, aber ich möchte das Design wie gesagt matt haben, deswegen nehme ich den Satin Quick Finish Flexible von MPK Nails und trage den ordentlich auf. Denkt auch dran, dass ihr die Ränder schön ummantelt. Wie gesagt, darauf achten, dass die Ränder schön ummantelt sind. Das mache ich jetzt schnell fertig und dann sehen wir uns beim Endergebnis wieder. So, das ist jetzt das fertige Endergebnis. Ihr seht, es ist schön matt. Ihr habt hier auch nicht grundieren müssen und ich finde, das ist so ein richtig schöner Eyecatcher. Beziehungsweise ist eigentlich auch super geeignet, wenn ihr trotzdem was Besonderes haben würdet, aber nicht so auffällig von der Farbe her, was Dezentes haben möchtet, finde ich das eine gute Alternative. Den Shop, wo ihr die Wraps und die Farben herkommt etc., packe ich euch unten in die Infobox und ich danke euch natürlich fürs Zuschauen, freue mich jetzt auf ein Feedback von euch und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.